Hallo, na? Moin, Freunde, was geht ab? Ich bin Dr. Tod. Oh, Freunde, es ist wieder so weit. Wir gucken uns Hand of Blood an. Mit der Hoffnung, dass er uns gar niemals irgendwie striken wird, weil wir uns seine Videos anschauen, aber ich denke nicht. Und sonst, bitte nicht. Das ist doch so ein Geben und Nehmen. Bitte nicht, Hanno. Wir gucken deine Videos so gerne. Und vor allem die Hitman-Videos. Er gibt uns guten Content. Ja. Und wir machen Werbung. Und wir freuen uns über guten Content. Ja. Guck, das ist ja doch. Ne, schaut, win-win. Schaut vorher das Originalvideo und dann schaut ihr unsere Reaktion dazu. Genau. So sieht es nämlich wahrscheinlich aus. Wahrscheinlich habt ihr das auch getan, weil ihr so oft wie ihr das geschrieben habt. Ja. Ich denke auch, oder? So, Dr. Hanno, auf geht's. Ein letztes Mal. Hatten wir. Hokkaido! Good morning, 47. Oh. Boy. The board has sanctioned Eric Soda's for termination. After Colorado, we did some digging into Soda's private affairs and discovered that he has been fast-tracked for critical heart surgery at the hyper-exclusive Gama Private Hospital in Hokkaido, Japan. We have booked you into Gama under the usual guise of Tobias Reaper. Reaper? Reaper, bist du das? Nein. Achso. Bring ihn hier mit rein. Here for a standard medical checkup. You also need to eliminate Yuki Yamazaki, a Tokyo lawyer. Powerful as Providence may be, we need to draw a line in the sand. So eine, I will leave you to prepare. Eine Linie. Ich bin kein Autist. As part of the service here at Gamma, your personal robe has been outfitted with a radio frequency identification chip. Wer spricht da? Okay, wir befinden uns in Hokkaido. Alter. Ist ein Mix aus einer Schneepiste und einem Krankenhaus? Ja gut, also bevor wir hier in den Gang rausgehen, würde ich mal sagen, wir schauen mal bei dem netten Cowboy da, dem Texaner vorbei oder was das ist. Vielleicht kann man ihn belauschen. Ach, YOLO. Alter, okay, das läuft sich hier richtig rein, ey. Was ist er denn hin? Zigarettenpackung. Eine Schachtel Zigaretten. Boah, hab ich ja noch nie gesehen. Tja, also ich hab den verpasst. Ja, gut, dann. Moin. Hello. Komm hier rein. Yes, a good situation. Hey, we should get her a pack. Make a good impression. In a place like this. Yuki Yamazaki dropped her cigarettes off the lift when arriving at the hospital. Maybe you can help quench those cravings, 47. Cigarettes are contraband at Gamma, but surely not everyone follows the rules. Schau schon die Yukis leere Zigarettenpackung aus. That is Yuki Yamazaki. Oh. Former lawyer to the Yakuza and current operative for Providence. Gut, ich komme noch auf anderen Wege rüber, glaub mal. Oder ich verkleide mich als einer von denen. Die Frage ist nur, wie? Darf ich hier raus? Alter, ist das schön. Wo rennt sie hin? Sieht echt gut aus. We may have a breach in security. My team is investigating. If we find anything, you'll be the first to know. See that I am. Also mich braucht er da gar nicht so angucken, Alter. Oh, hier kann ich runter, oder? Was ist das? Büro? Wo bin ich? Oh, was liegt da? Fernbedienung für Neurochip. Patient ist außer Reichweite. Okay. Kann ich den umboxen? Ich versuche den mal umzuboxen. Komm. Und den schmeißen wir jetzt einfach mal rüber. Na gut, dann schauen wir mal, ob wir mit dem Outfit jetzt da die Zigaretten austauschen können. Haben uns auf jeden Fall gut erkundet, wissen ein bisschen, wie die Lage ist. Not even guards. I know. It sucks. Not even guards. Jungs, das tut jetzt ein bisschen weh. Tschüss! So. Das ist so geil, ey. Ja, das ist besser. Dann gehen wir jetzt mal da rein und tauschen die Zigarettenpackung aus. Geht jetzt? Danke. Er hat doch mal mich so wiedererkennt. Ja, so geht's. Komm, lass rein. Oh, shit. Kann ich den hier reinlocken? Geht das?
Oh, er geht mit ihr. Oh, na dann ist das... Na gut, dann tauschen wir immer die Zigaretten aus. Nicely done, 47. So, und rüber. Yay! Schön. Also mein Plan ist, sie findet die Zigaretten, denkt sie so... Und dann rennt die hier raus und ich schlitze ihr übel den Bauch auf mit dem Katana. Ihr werdet sehen. Darf ich das mitnehmen? Schick. Oh, warte mal, hier scheint die auch zu rauchen. Jungs, tut mir leid. Boah! Du musst jetzt leider auch nochmal weg. So, sector clear, affirmative. Alter! Wiener 1. Gut. Oh, hier ist ein Laptop. Eric Sodas Kill-Liste. Yuki Yamazakis Flash-Laufwerk enthält eine Liste mit Eric Sodas Erfolgen als ICA-Agent in den 1970er Jahren. Eines seiner Opfer war damals ein gewisser Dr. Roman Laurent, der Vater des Chefchirurgen Nicolas Laurent. Lol. Dann will der Rache nehmen und bei der OP killt er ihn dann. Aus Versehen. Okay, schleich mich ins Klo. Weil die bringt ja Leute mit. Da. Sie ist abgelenkt, ne? Oh, oh. Oh, oh, oh. Sehr gut. Sehr gut. Rauch dir ein. Schwert raus. Und renn in die Yamazaki. Gut, ich nehme das mal mit. Die lassen wir mal so liegen. Moin Jungs, hey, da drin, alles super. Jetzt muss ich den Arzt finden, diesen Laurent. Laurent, Alter. Oh, Helikopter. Wo geht's hier runter? Oha. Alter, das Level ist größer als man... Was ist das? 47, I have intel regarding the pilot. The chief surgeon, Nicolas Laurent, seems to have frequent rendezvous with the helicopter pilot. Das ist der. Near the remote personnel exit. Der Laurent. And rumor has it that the chief surgeon suffers from trembling hands. Ja, ich muss den Chefchirurgen finden. Hier, das ist er, oder? Der sieht aus wie ein Chefchirurg. So, ich gehe mal hinter den Heli und können in Ruhe reden und ich lese mir hier Untertitel durch, ne? Der gibt ihm was. Tabletten. Leute, ich bin ehrlich, ich glaube, so ein Outfit habe ich nicht. Scheiße. Top Gun, ey. Naja, geht nicht. Okay, was ist hier? Hier schläft einer. Das habe ich eben doch gesehen. Okay, wow. Dann machen wir erstmal sicher, sicher. Und renn damit auf die mittlere Schiene. So, was haben wir denn hier? Vergiften, Medikamentenvorrat. Oh! Ja, ich würde mich jetzt erstmal zurückverwandeln in Leibwächter und das Arztgebäude mehr durch untersuchen, um herauszufinden, wo ich den Typ vielleicht irgendwie stecken kann. Auf der Killliste steht, dass der Söders seinen Vater gekillt hat. Boah. Lass mich mal durch, ich bin Arzt. Also nicht, aber bald hoffentlich. So, wir gehen immer hoch. Wie rennt der hier rum? Zeitfenster wurde verpasst. Okay, er ist wichtig. Der scheint hier sehr viel Freiheiten zu besitzen. Und der ist storyrelevant. Münze? Ja, 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 das ist perfekt. Die ist runtergefallen. Die ist runtergefallen. Besser geht's nicht. Halt mal dein Maul, Junge. Oh. Okay. Ich probiere das mal aus. Ich brauche jetzt einfach nur eine Person, die mich hier mehr machen lässt. Mehr Freiraum. Ich ist aber windig, flattert ganz schön, ne? Klein. Wir unterbrechen diese Sendung, um den geneigten Zuschauer die Produktion hinter diesen Kulissen darzustellen. Also, so und er hat die Augen frei. Nase einmal, so irgendwie. Genau, das ist lustig. Und dann so einmal. Ja, jetzt hoch. Und hier ist noch was. Und damit kann man auch noch was machen. So.
zu wild. Das ist so geil, Alter. Also langsam, man kann es so übertreiben. Dann gehen wir wieder hoch und gucken mal, ob wir irgendwie an den Arzt gut rankommen. Oh, das sieht gut aus. Also hier ist der Arzt. So. Der wäre nice, glaube ich. Wir müssen nur außerhalb der Sichtbahn von dem Typen kommen. So, wer noch vorbei ist. Achtung. Oh, Mr. Portman, gut, dass ich Sie hier treffe. Haben Sie schon Hand of Blood abonniert? Ja, ja. Na gut, oder nicht? Achtung. Na, dann verkleiden wir uns jetzt. Ja, mein Gott. Arztkostüm. Wer hat sowas? Ich kann jetzt auch nicht hier alles immer im Petto haben. Jetzt gehen wir mal runter und gucken, ob wir irgendwie mit den Laurent, dass wir da in den OP-Saal kommen. Kann ich hier lang? Ja, kann ich. Was kann ich hier machen? Laden Sie Eric Sodas Kill-Liste. So, siehste? Let me check. Hat geklappt. Kommt ihr hier hin? Muss er, oder? Ja, da ist er ja. Kannst du dir jetzt mal bitte die Kill-Liste anschauen? Ich hab einen Mordsaufwand hinter mir. Gut. So, ich glaube, er kommt. Geil. Was passiert jetzt? Jetzt bin ich super gespannt. That's strange. I don't remember leaving my... Don't you just love days like this? Eric? Soda's murdered my father? Was macht er? Hä? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Bringt er ihn jetzt um. Houdini! Zu wild! Die Pillen! Okay, ich muss den Hai kriegen, dann mach das. Dann habe ich da noch was in der Hinterhand. Der Pilot. So, da kommt er. Oh. Schneller als erwartet. Was passiert jetzt? Ich habe die Pillen nicht dabei. Nails, I need another pill. This way, Doc. You're a champion. Easy, Doc. Wer nimmt die sich jetzt? I can take it. I just need a kick in the ass. Theorie. Ich glaube, diese Mission, Story-Mission, die ich gerade verfolge. Ich soll der Pilot werden, hat häufig Treffen. Und jetzt steht er auch, ich soll der Chefchirurg werden. Das heißt, das war eben meine Gelegenheit, ihn um die Ecke zu bringen und selber an seiner Stadt Soda zu killen. Ich glaube, die sind fast, also ne, die führen so zusammen ab einem gewissen Punkt mit dem Piloten. Aber ganz ehrlich, es ist so viel geiler, wenn ich den selber umbringe. Aber dann wäre alles, was ich jetzt gerade gemacht habe, für ein Ass, Alter. Okay, komm mal her. Ab in Neck, verkleiden. This should provide you with the means to get close to Sodas. Darf ich jetzt hier rein? Operieren als Chefchirurg. Ja, da mach an den Speck. Blut entnehmen. Wieso kann ich ihn denn jetzt nicht einfach umbringen als Chefchirurg mit dem Ding hier? Hä? Abgeschlossen. Okay, ich guck mal, was hier jetzt ist. Sorry, you're just gonna have to wait for my response. Dr. Katashi Ito, also known as the curator, is participating in some sort of medical trial. Interesting. The curator oversees the hospital's organ storage facility and surely has access to Soda's donor. Dr. Katashi! Katashi Ito! Could prove useful. Ich bin der fucking Chefarzt und will den Typen jetzt einfach umbringen mit diesem modernen, krassen Gerät. Aber es ist witzig, weil dieses Ding habe ich... Das Ding habe ich witzigerweise auf meinem Erkundungsstreifen hier aufgelesen. Exactly. She's looking for Amber Eyes. Okay, I try jetzt seine Dings zu erhöhen. Ja, jetzt haben wir ein bisschen zu sehr drauf. Der Typ daneben muss sich auch nur so denken, so, what? Ja, komm, ich mach nochmal einen Upper. Und jetzt? Was passiert jetzt?
You're excused. I need some time alone. Well, let's see where this takes him, shall we? Was macht er jetzt mit dem Herz? Finger weg von harten Drogen! Na gut, dann zücken wir mal ein Skalpell und operieren jetzt als Chefarzt. Hoppala. Haben wir hier das Herz? Wir können das zerstören. Dann machen wir das mal. Aha! With sodas on the operating table and no hope of getting a second right-sided heart in time, you have effectively killed him without laying a hand on him. Also alle Wege führen nach Rom, sag ich immer. Ehrlich, hau mal rein. Helikopter? So, reingehauen. Bitte! Kaufen! Oh, nice, Alter. Freunde, checkt auf jeden Fall Hand of Blood ab. Weltklasse. Also die Hitman-Videos und die Yu-Gi-Oh!-Videos sind ja meine persönlichen Favoriten, muss ich sagen. Verstehst beide nicht, ne? Hä, doch. Oh, herrlich. Herrlich. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Das wackelt voll doll. Wieso eigentlich wackelt das jetzt immer so doll? Weil der Fettfingerarm halt die Haare lasse wehen.